Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5 nach wie vor. Eine andere Version gibt es ja auch noch nicht. Wir arbeiten noch nebenbei an der 1.6. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht mehr mit so viel Hochdruck wie zuletzt oder wie zu Beginn. Weil wir sind eben auch schon über ein Jahr oder bald eineinhalb Jahre mit der Entwicklung der der Grünfelder Land beschäftigt. Und so langsam sind wir auch am Ende der Map sozusagen angekommen. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Mal schnell von der anderen Seite retten. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine 1.6 noch geben. Auf jeden Fall irgendwann in naher Zukunft oder in nächster Zukunft. Mit Updates. Ah, Mist. Mit Bugs, die wir beheben. Ja, den kriege ich nicht mehr. Und mit noch ein bisschen Dekoarbeit. Vor allem was halt die Überlanddeko angeht. Und dann ist die Grünfelder Land insoweit demnächst fertig. Ah, was soll denn das, ey? Jetzt hat so lang, gestern so gut geklappt in der Folge. Und jetzt will es nicht mehr. Anhänger zu voll. Deshalb werde ich, glaube ich, auch nur noch den Stamm hier verladen und dann machen wir uns auf den Weg ins Sägewerk. Und dann muss ich, glaube ich, mal den... Achso, nee, ich habe kein Geld, ne? Hm. Doof. So, Spanngurte festmachen. So, das müsste eigentlich reichen gleich. So, letzter noch. So. So, dann bringen wir mal die schöne Ladung Holz in unser Sägewerk. Da werden schöne Bretter draus gemacht. Aber ich glaube, ich werde vorher welche in die Holzscheitelproduktion reinwerfen. Weiß auch gar nicht, ob ich da noch Leerpaletten schon drin habe. Muss ich dann auch mal gucken. Und ich muss mal auf die Uhr gucken. Weil am Sonntag... ist ja dann das Hoffest. Das heißt, ich werde jetzt... Oh, stimmt, ey. Ich muss ja noch... Mist. Klingelingeling. Diesel. Diesel.
Volker hier. Ja, was gibt's? Ich habe einen Unfall. Nee, ne? Doch. Ich komm. Bin eingeklemmt. Ich komme. Ja, beim He- beim beim He- Oh, Scheiße, ey. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ah, oh, mein Fuß. Hat sich unter dem Pedal verklemmt, ey. So ein Scheiß. Volker? Hallo? Volker? Hallo? Au. Hallo? Alles okay? Ja, mein Fuß ist unterm Pedal eingeklemmt. Warte, ich spreche mal in die Tür auf. Scheiße. Ich sehe gar nichts. Blutet es? Ja. Scheiße. Aber Notarzt und Polizei sind schon alarmiert. Naja. Ah. Ich wollte doch das Hoffest vorbereiten. Ja. Mein. Ah. Scheiße, ey. Warte, schraub mal in das Pedal ab und dann... Hier hol ich dich hier raus. Ja. So, eins, zwei, drei, komm. Au! Setz dich hier hin, Volker. Oh, kannst du mir mal runterhelfen? Ja, komm, eins, ab. Setz dich. Tut so weh. Oh, mir wird schlecht. So, da bin ich. Was ist denn hier passiert, ey? Das ist ein Unfall, der hat auf jeden Fall den linken Fuß kaputt. Oh, scheiße. Oh, das sieht nicht gut aus. Passen Sie auf, da ist Kotze. Okay, ja, ist mir egal. Ja, nachdem er mich angerufen hat, der Jäger, bin ich direkt hierhin geeilt und dann habe ich das schon gesehen. Darum habe ich direkt die Straße so mit dem Glas abgesperrt. Also der Fuß, wenn man... Das müssen wir jetzt schnellstmöglich behandeln, sonst müssen wir den amputieren. Was mich gerade wundert. Was? Ja, ich tue ihn das erstmal verbinden
Warten Sie mal kurz. So. Schmeiß da mal kurz einen Verband drum, ein paar Kompressen. Weil müssen wir das schnellstmöglich. So. Warten Sie mal kurz. Ah, Scheiße, wo ist denn der jetzt? So. Mann. Das müssen die aber auch mal anpacken hier, ne? Moment, wo ist denn. Komm, Volker. So. Eins. So. War das? Können wir. Warten Sie mal kurz. So. 1, 2, 3. Warte, ich mach eben schnell Tür rup. Oder nach hinten, ist mir egal. Könnt ihr noch auf der Rückbank legen. Ist besser. Also nochmal. 1, 2, 3. Von mir aus auch vorne. So. Dann fahren wir sie jetzt mal zu ihrem Hof. Sie brauchen erstmal Ruhe. Sie kriegen dann noch ein Schmerzmittel. Und dann dürfte das auch schnellstmöglich verheilen. Wie sieht das denn heute Abend dann mit dem Hoffest aus? Können wir das dann stattfinden lassen? Das wird jetzt sicherlich nicht. Ich weiß es nicht. Herr Diesel! Bei allem Respekt, Sie können also auch echt nur wirklich, an das eine es gibt denken, jetzt ne? was. Also Sie können jetzt auch gerne nachkommen, also oder wenn Sie wollen, können Sie auch einsteigen, ist mir egal. Nee, ich also, hol jetzt erstmal den Johnny aus dem Wald und dann richte ich den LKW wieder auf. Okay, Jäger, kommst du hinterher? Ich muss hier noch abwickeln, ich komme danach. Okay. Wir bleiben im Funk. So, liebe Leute, wie es weitergeht, seht ihr morgen in der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.